Über 3000 Soldatinnen und Soldaten sind aktuell für die Bundeswehr im Auslandseinsatz und riskieren ihr Leben in Ländern wie Afghanistan oder Mali. Gleichzeitig gerät die Bundeswehr immer wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Skandale um Rechtsextreme in der Truppe, Helikopter, die nicht fliegen, abgestürzte Kampfjets. Und von der Erfüllung des NATO-Ziels, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, ist Deutschland noch immer weit entfernt. Wir wollen heute beleuchten, wo steht die Bundeswehr? Ist die von der Politik versprochene Trendwende tatsächlich eingeleitet? Und ist die Bundeswehr gewappnet für eine Zukunft, in der Kriege im Internet ausgetragen werden oder von Robotern auf dem Schlachtfeld? Beginnen wollen wir mit einigen Zahlen, die meine Kollegin Jennifer Werner zusammengestellt hat. Die Bundeswehr wird aufgerüstet. Ihr Etat soll auf knapp 43 Milliarden Euro steigen. Laut Haushaltsentwurf sind das allein für 2019 rund 4 Milliarden Euro mehr. Nach den Ausgaben für Arbeit und Soziales wird auch im kommenden Jahr die Verteidigung zweitgrößter Posten im Haushalt sein. Denn nach der Phase von Sparen und Verkleinern begann 2016 die Umkehr. Auf anstatt Abrüstung. Geld soll vor allem in die Materialerhaltung und Rüstungsbeschaffung fließen. 2018 gibt es für Einkäufe bereits 4,8 Milliarden Euro, zum Beispiel für Panzer. Doch vom Kauf bis zum Einparken auf dem Kasernenhof vergehen im Schnitt einige Jahre. NATO-Verpflichtungen und weitere internationale Einsätze kosten 2018 1,5 Milliarden Euro. Unter anderem für Auslandseinsätze in Afghanistan, Mali und im Mittelmeer. Apropos NATO. Der Etatanstieg 2019 hat auch damit zu tun. 2% vom BIP. Das ist die Hausmarke, die jedes der 29 NATO-Mitgliedstaaten für die Verteidigung bis 2024 aufbringen sollte. Neben den USA haben nur 4 europäische Mitglieder dieses Ziel erreicht. Deutschland ist noch weit vom Ziel entfernt, liegt 2018 schätzungsweise bei 1,24% und damit im hinteren Mittelfeld. Gemessen an den Ausgaben in absoluten Zahlen steht Deutschland aber besser da, in diesem Ranking auf Platz 4. Seit dem Ende des Kalten Krieges schrumpfte die deutsche Truppe. Zur Jahrtausendwende hatte sie noch eine Personalstärke von mehr als 310.000. Aktuell sind es etwas mehr als 180.000. Mit der Trendwende Personal soll die Bundeswehr weiter wachsen. Das Ziel? Bis 2024 knapp 200.000 Soldatinnen und Soldaten. Hans-Peter Bartels ist seit über 4 Jahren Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages. In dieser Funktion schützt er die Grundrechte der Soldaten und hilft dem Parlament, die Kontrolle über die Truppe auszuüben. Herr Bartels, seit Aussetzung der Wehrpflicht ist die Bundeswehr vermutlich nicht mehr oft an Mittagstischen das Thema. Wie sehr hat sich die Truppe entkoppelt vom Rest der Gesellschaft? Die Bundeswehr ist ja sehr viel kleiner geworden, als sie zu Zeiten der großen Wehrpflichtarmee und zu Zeiten des Kalten Krieges war. Damals gab es 500.000 aktive Soldaten, jede Menge Reservisten. Man hatte ein ständiges Durchwechseln der Soldaten, die 15 Monate da waren. Dann kamen schon die nächsten. Also sie war in der Gesellschaft natürlich viel breiter präsent. Und wie ist es heute? Ja, heute haben wir eine Armee von 185.000 Soldaten, Freiwillige, langdienende Zeitsoldaten und Berufssoldaten. Die Zeitsoldaten sind im Schnitt 10 Jahre dabei, das heißt, da ist nicht mehr viel Wechsel. Auf der einen Seite wird immer wieder betont, dass die Bundeswehr vor allem Aufklärungsarbeit leistet. Auf der anderen Seite sterben aber auch in Auslandseinsätzen immer wieder Soldaten der Bundeswehr. Müssten wir uns in der öffentlichen Debatte nicht ehrlicher darüber machen, was die Bundeswehr jetzt eigentlich ist? Ich glaube, das ist der Gesellschaft schon klar, dass Militär immer auch ein sehr hartes Ende hat und dass es mit Tod und Verwundung ausgehen kann. Also wenn Soldaten schwören und geloben, dass sie die Freiheit des deutschen Volkes verteidigen wollen, und zwar tapfer, dann schwingt das immer mit und ist, glaube ich, vielen in Deutschland sehr klar. Dies ist ein Land, das Kriegserfahrung im 20. Jahrhundert hinter sich hat und im Übrigen 10 Millionen Menschen, die in Streitkräften gedient haben. Also ich glaube, viele wissen, was Militär ist. Vielen Dank, Herr Bartels. Bis hierher ein Thema, was Sie, die Soldaten und die Öffentlichkeit auch sehr beschäftigt. Das ist die Ausrüstung der Bundeswehr. Besonders der Wehrbericht von 2017 hat großes Echo hervorgerufen. Und warum, das zeigt Ihnen jetzt mein Kollege David Gebhardt. Im Netz präsentiert sich die Bundeswehr in eigenproduzierten Serien und Talkformaten.
Es soll das Bild einer modernen, kampfbereiten und bestens gewappneten Truppe vermittelt werden. Doch auch hier bekommt dieses Bild manchmal Risse. Etwa wenn ein Scharfschütze erzählt, wie er einen Reflexionsschutz selber bastelt. Die habt ihr selbst gebaut, oder? Ja, das ist eigentlich eine Plastikflasche. Ja. Das ist eigentlich alles mit Masse selbst gebastelt. Ja. Weil es da vom Dienst her jetzt nicht wirklich sowas gibt. Also egal, wo Sie hinsehen, fehlt es an Material. Und das merken Sie auch, Stichwort U-Boote, Fregatten, Hubschrauber, Flugzeuge, Panzer. Also überall mangelt es aktuell. Und die Soldaten versuchen zu improvisieren. Auch der Bericht, den der Wehrbeauftragte dem Bundestagspräsidenten überreicht, zeichnet ein problematisches Bild der Bundeswehr. Personallücken könnten nur schwer gefüllt werden. Zu viel Bürokratie lähme den Apparat. Doch das Hauptproblem bleibe ein altbekanntes. Gleichzeitig ist die materielle Einsatzbereitschaft der Truppe in den vergangenen Jahren nicht besser, sondern tendenziell noch schlechter geworden. Schwerpunkt des Berichts, die großen Lücken bei Personal und Material in allen Bereichen der Bundeswehr. Es ist von Mangelwirtschaft, Frustration und Überlast die Rede. Beispielsweise in Teilen der Marine, U-Boote, die nicht fahren, oder bei den Hubschrauberverbänden von Heer und Luftwaffe. Die Lufttransportfähigkeit sei stark eingeschränkt. Auf der einen Seite immer mehr Einsätze, auf der anderen Seite kein Personal, Material, das funktioniert einfach nicht. Natürlich haben wir einen Stand der Einsatzbereitschaft, der noch nicht insgesamt zufriedenstellend ist. Aber dafür haben wir ja einen Entwicklungsplan aufgelegt bis in das Jahr 2030 hinein, der diese Lücken schließen wird. Große Koalition macht im Koalitionsvertrag hauptsächlich eine Reihe von Ankündigungen, Prüfaufträgen, Kommissionen, Ideen, wann man was verändern will. Wenn man die Probleme jetzt wirklich angehen will, dann muss man natürlich Prozesse verändern, das Missmanagement im Verteidigungsministerium endlich beenden. Nur dann kann man wirklich auch Dinge nachhaltig verbessern. Die Bundeswehr kommt nicht aus der Krise, trotz angekündigter Trendwenden. So zeichnet der Bericht des Wehrbeauftragten das Bild einer Armee, deren Herausforderungen wachsen, nicht aber deren Einsatzfähigkeit. Herr Bartels, das ist nun schon einige Zeit her. Wie sieht denn die Lage heute aus? Also wirklich besser geworden, spürbar besser für die Truppe ist es noch nicht. Also seit 2014 haben wir diese veränderte Lage in der Welt. Also Annexion der Krim, die Stabilisierung der Ostukraine, Bedrohung unserer osteuropäischen Partnerstaaten, kollektive Verteidigung spielt wieder eine Rolle. Also die Bundeswehr muss als Ganzes einsatzfähig sein, nicht nur Teilkontingente, die man dann in multinationale Missionen schickt, nach Afrika oder Afghanistan, sondern die ganze Bundeswehr in der Mitte Europas muss einigermaßen eindrucksvoll einsatzbereit sein, damit nichts passiert. Nicht damit was passiert, sondern damit nichts passiert. Und dafür braucht sie 100% ihrer Geräteausstattung. Erkannt ist das längst, also die Trendwenden sind gestartet. Aber es dauert ewig, bis die Aufträge ausgelöst sind, bis dann das erste zusätzliche Material wirklich kommt. Dass es am Ende klappen wird, es steht völlig außer Zweifel, aber ich würde mir wünschen, dass es schneller geht. Wie kann das denn überhaupt sein, dass zum Beispiel existenzielles Equipment wie Wintersachen, Schutzwesten zum Beispiel, dass das einfach nicht verfügbar ist? Ja, das fragt man sich. Also wie kann es sein, dass sich die Bundeswehr einreden lässt, man könne nur 6.000 Schutzwesten im Jahr kaufen, wenn man 180.000 Soldaten hat. Und jeder Soldat braucht eine Schutzweste allein für das Schießausbildungskonzept, das heute gilt. Da muss er mit Schutzweste üben. So heißt es, es wird hin und her getauscht, damit man überhaupt seine Ausbildung machen kann. Sie haben jetzt gerade die veränderte politische Situation auch schon angesprochen. So wie die Bundeswehr heute ausgestattet ist, kann sie denn so ihre Verpflichtung auch internationalen Partnern gegenüber überhaupt einhalten? Im Prinzip ja. Also was die Out-of-Area-Einsätze, die Auslandseinsätze, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten kennengelernt haben, angeht, das macht die Bundeswehr professionell mit überschaubar großen Kontingenten, ordentlich ausgerüstet und gut ausgebildet. Die kollektive Verteidigung, also das, was jetzt in Europa neu zu organisieren ist, wächst erst langsam auf. Also da ist das Ziel, dass man bis 2023 eine voll ausgerüstete Brigade hat, die sich nichts mehr leihen muss aus anderen Verbänden, sondern aus sich selbst heraus dann die schnelle Speerspitze der NATO Response Force stellen kann. Aber Sie merken, also sozusagen, wenn das ein ambitioniertes Ziel ist, also eine Brigade voll auszurüsten, von wo man kommt. Wie sieht denn die Personalsituation der Bundeswehr aus? Ist da wirklich ein positiver Trend erkennbar? Also nach den Zahlen, die ich habe, ist es schwierig. Im Jahr 2017 hatten wir noch 23.000 Neuverpflichtungen von Soldaten in einem Jahr. Im Jahr 2018 waren es noch 20.000. Also es ist runtergegangen. Gleichzeitig steigt die Zahl der Soldaten.
Wie kann das sein? Weil viele Zeitsoldaten weiterverpflichtet werden. Das heißt, die bleiben länger in der Bundeswehr, werden dann natürlich auch älter. Insgesamt wird die Bundeswehr älter. Sie verpflichtet auch mehr Berufssoldaten. Also aus Zeitsoldaten werden Berufssoldaten. Das kann man erstmal alles so machen. Also es ist besser, als einfach zu klein zu sein. Aber es ist ja noch nicht das Wundermittel für die Bundeswehr, die man am Ende braucht. Sondern die Bundeswehr muss schon in der Größenordnung 25.000 neue Soldaten jedes Jahr gewinnen. Da sind wir im Moment nicht. Nun fordert ja gerade der US-Präsident sehr vehement ein, dass Deutschland es eben auch schaffen sollte, 2% seines Bruttoinlandsprodukts für die Rüstung auszugeben. Wäre das etwas, was der Bundeswehr hilft, wenn man da hinkäme? Es muss jedenfalls mehr sein. Also wir kommen von unter 1,2% in der Phase der Friedensdividende. Und ich will das gar nicht kritisieren. Es war ja wirklich so, dass die weltpolitische Lage günstiger war. Also man konnte mit viel weniger Militär die gleiche Sicherheit haben. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Insofern, man braucht die Vollausstattung. Und dafür sind einige Milliarden mehr im Bundeswehretat erforderlich. Die Koalition hat sich auf 1,5% vom BIP bis 2024 geeinigt, das finde ich gut. Das ist auch das Geld, womit die Bundeswehr im Moment plant. Und wenn das Geld auch wirklich kommt, dann kann man die Lücken stopfen. Wir möchten gerne auch ein bisschen mit Ihnen nach vorne schauen. Wo hat sich denn bei der Bundeswehr schon etwas getan? Also das Denken verändert sich natürlich dann doch schneller als manche Pläne und Infrastruktur- oder Beschaffungsvorhaben. Also ich habe den Eindruck, dass sozusagen unsere Soldaten also die neue Aufgabe voll angenommen haben und übrigens das auch mit ihren Partnern in Europa leben. Also die Bundeswehr ist die Ankerarmee für Zusammenarbeit in Europa. Alle wollen mit der Bundeswehr zusammenarbeiten. Stichwort europäische Armee. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass so ein Projekt wirklich kommt? Also jedenfalls ist es notwendig und insofern ist es auch wahrscheinlich, weil alle jetzt daran arbeiten. Also die europäische Armee ist keine Spinnerei, ist keine Vision, sondern ist das, was im Moment von den Staaten Europas auf den Weg gebracht wird, auf verschiedenen Pfaden. Ein Pfad ist die binationale Zusammenarbeit, also etwa Deutschland und Holland integrieren ihre Heerestruppen. Also am Ende wird das sozusagen eine gemeinsame Armee, also deutsch-holländisch. Dann gibt es gemischte Divisionsstäbe und darunter deutsche und niederländische Brigaden. Und zwar jeden Tag, nicht für irgendeinen Einsatz, sondern im Grundbetrieb, im Alltag. Wir haben in der NATO ein Konzept, das heißt Framework Nations Konzept, Rahmennationen-Konzept, wo sich die europäischen NATO-Staaten gegenseitig versuchen, sozusagen Fähigkeiten anzutrainieren, besser zu werden, mehr Standardisierung, Interoperabilität, bessere Kooperation, Vermeidung von Duplikationen. Also wir haben ja 28 Armeen, die also vieles doppelt und dreifach können, aber davon das dann jeweils eigentlich immer zu wenig. Wir haben in der Europäischen Union ein Konzept strukturierter Zusammenarbeit im militärischen Bereich seit 2017. Das hat erst nach dem Brexit der Briten angefangen. Also die Briten waren immer ein gewisser Hemmschuh. Und diese drei Wege, also innerhalb der NATO, innerhalb der EU und das Binationale, führen alle in die gleiche Richtung. Also man kann sagen, die Gründung der europäischen Armee hat eigentlich schon begonnen, aber nicht mit einem Gesamtkonzept, sondern mit Praxis. Das Gesamtkonzept muss später kommen. Wenn man jetzt ein Gesamtkonzept machen würde, wäre das Projekt tot. Vielen Dank für diese Einschätzung, Hans-Peter Bartels. Bis 2011 war es für alle Männer Pflicht, Wehrdienst zu leisten. Heute muss die Bundeswehr aktiv um Rekruten und Rekrutinnen werben. Und das macht sie hier in allerbester Lage, zum Beispiel in Berlin-Mitte. Hier in diesem Zentrum kann sich informieren, wer sich für eine Karriere beim Bund interessiert. Wie es wirklich ist, Soldat oder Soldatin zu sein, das zeigt Ihnen jetzt meine Kollegin Eva Wormit. Sie hat 2011 die ersten Freiwilligen nach Aussetzen der Wehrpflicht begleitet. Ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht tapfer zu verteidigen. Am 4. Juli 2011 tauchen die ersten freiwillig Wehrdienstleistenden in eine ganz neue Welt ein. Hacken zusammen, Köpfe rechts. Fertig, ab. Hacken zusammen, Köpfe rechts. Bei fertig schnellt der Kopf blitzartig.
nach vorne und rastet vorne ein. Bei ab gehen Sie ins Grüdolch. Fertig! Ab! Besser. So, hat jetzt jeder, der bereits eine Verpflegungskarte empfangen hat, diese auch am Mann? Jawohl. Die Karte am Mann oder an der Frau, bei der Bundeswehr egal. Lena Giebel ist in der Donnerberg-Kaserne die einzige neben 140 freiwilligen Männern. Zum ersten Mal wird die Grundausbildung geschlechtsübergreifend absolviert. Den Kameraden der 19-Jährigen macht das nichts aus, im Gegenteil. Ich finde das ganz okay, dass wir auch mal jetzt hier ein paar Frauen haben. Und naja, also ganz ehrlich, man braucht auch an manchen Orten Frauen, wo eigentlich sonst fast nur Männer sind. Eine Sonderbehandlung gibt es für Lena aber nicht. Sie hat zwar eine Stube für sich allein, das bedeutet aber vor allem mehr Putzen. Nach der ersten und letzten warmen Mahlzeit in Zivil auf dem Kasernengelände geht's zur Einkleidung. Die ersten Befehle für die Neuen. Die Ausgabestelle befindet sich oben in diesem Gebäude hinter Ihnen. Dazu werden wir gleich, von vorne beginnt, rottenweise, das heißt, Sie gehen vor. Sie sind der letzte Mann der ersten Rotte und Sie folgen ihm dann. Ich gehe vorne weg, ich zeige Ihnen, wo Sie lang müssen. Ja? Wenn wir uns in dem Gebäude befinden, verhalten Sie sich absolut ruhig und machen eine vernünftige Figur. Also nicht irgendwie rumhampeln oder sowas, dann gehe ich gleich dazwischen. Ins Gebäude einrücken, wir folgen. Ab jetzt wird Klartext gesprochen. Begleitet von kleineren Unsicherheiten marschiert die Truppe in Reih und Glied ein. Steffen Schumacher hat sich nach seiner Ausbildung zum Maler und Lackierer für den freiwilligen Wehrdienst entschieden. Auf die neue Dienstkleidung freut er sich schon wahnsinnig. Klar, es gibt nichts Schöneres wie Uniform. Sankat Prinz wurde in Indien geboren und als Baby adoptiert. Der 19-Jährige ist im bayerischen Faulbach aufgewachsen. Auch er hat Lust auf Uniform. Ich finde das Gefühl cool. Weil vorher hat man sowas noch nicht angehabt. Bei uns gibt es ja keine Schuluniform oder so und da sieht alles einheitlich aus. Ich finde es gut. Da wird keiner gemobbt oder so. Auch jeder alles, was ihm zusteht, bekommen? Vollzähligkeitsüberprüfung heißt das bei der Bundeswehr. Die komplette Ausrüstung muss sorgfältig verpackt werden. Für Kamerad Schumacher die erste Herausforderung. Nehmen wir mal alles raus hier, damit da unten in die Ecke reinkommt. Ab jetzt sind die Rekruten allein für ihre Ausrüstung verantwortlich. Mit 75 Kilo Gepäck im Wert von 1600 Euro geht's wieder zurück in die Kaserne. So. Lena Giebel ist dort schon fleißig und lernt mit ihren Kameraden die Dienstgrade. Sie weiß genau, warum sie sich freiwillig für die Bundeswehr entschieden hat. Ich habe damals ein Praktikum bei der Bundeswehr gemacht während meiner Schulzeit. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich mich für die Offizierslaufbahn beworben. Das hat aber letztes Jahr nicht ganz geklappt. Da bin ich nur auf der Warteliste gelandet. Ja, und in der freien Marktwirtschaft ist momentan sehr schwierig durch die doppelten Jahrgänge und die sehr, sehr hohen Ansprüche der Firmen, eine Stelle zu bekommen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, erst mal ein Jahr zu überbrücken mit dem Freiwilligendienst. An ihrem Traum, Offizier zu werden, hält sie weiter fest. Die freie Zeit nutzt sie zum Lernen. Es gibt nur einen Wermutstropfen. Ich hätte natürlich gerne noch eine Kameradin gehabt, aber wenn sich nicht so viele Frauen gemeldet haben, ist das jetzt halt nun mal so. Und ich probiere dann so gut, wie es geht, mich hier unten in den Stuben einzugliedern und finde das jetzt nicht so schlimm. Also ich komme auch sehr gut oben alleine, klar. Voll bepackt erreichen Schütze Schumacher, Prinz und Engel ihre Stube. Spind einräumen steht als nächstes auf dem Plan. Die komplette Ausrüstung für ein Jahr Bundeswehr muss verstaut werden, und zwar nach Vorschrift. Wo kommen Sie hin? Das Prinzip ist einfach und Hauptfeldwebel Schaf duldet keine Alleingänge. Dass Sie den Helm reingelegt haben, obwohl er nichts vom Helm gesagt hat. Und das ist das Einfache an der Bundeswehr. Irgendeiner sagt was und alle anderen machen es. Der Wertekanon der Bundeswehr ist schnell begriffen. Sankat Prinz macht es nichts aus, in den nächsten 12 Monaten vor allem auf Anweisung zu handeln. Das weiß man ja, dass beim Bund so ist und man gewöhnt sich dran. Und es ist auch immer gut, wenn man mal Disziplin kriegt. Manche haben das ja nicht, merkt man ja. Schütze Prinz will sich nach dem Jahr bei der Bundeswehr für den Polizeidienst bewerben. Disziplin kann da nicht schaden.
Nach 6 Wochen sind die Freiwilligen in Aachen schon fast zu Soldaten geworden. Im Gelände müssen Stellungen ausgehoben werden, um das Lager zu sichern. Sankt Prinz hält tapfer durch und ist mit der Grundausbildung nicht nur zufrieden, sondern... Sehr zufrieden, weil ich mir vorgestellt habe, das wäre viel härter. Und so. Und mir ist das einzige Harte am Wald ist, dass der Hinmarsch. Das sind ja 6 Kilometer und man hat ja schon anständig Gepäck. Auch Lena Giebel gräbt fleißig. Trotz Anstrengung ist sie begeistert von ihrer Grundausbildung bei der Bundeswehr. Ich denke mal, aller Anfang ist schwer und natürlich fällt einem nicht alles sofort total einfach. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Also es war auf jeden Fall noch die richtige Entscheidung. Ist ja jetzt auch eigentlich prinzipiell nicht viel was anderes als das, was jetzt im Grundwehrdienst geleistet wurde. Nur, dass halt nicht der Zwang da ist, dass man hier sein muss und dass man das machen muss, auch wenn man es nicht möchte, sondern dass man halt einen höheren Prozentsatz an Rekruten oder Kameraden hat, die das auch wollen und dann auch an einem Strang daran ziehen. Nicht alle sind so motiviert wie Lena. 10% haben die Kaserne bereits nach 6 Wochen wieder verlassen. Und auch die Bundeswehr hat schon Gebrauch von ihrem Kündigungsrecht gemacht. Es ist eine neue Herausforderung, die jungen Freiwilligen trotz Drill und Befehlston bei der Stange zu halten. Die Motivation muss natürlich jetzt anders gestaltet werden. Das heißt, wir gehen natürlich schon auf das Bewusstsein der Soldaten zu und auf dieses ein, dass sie gute Leistung bringen möchten. Das heißt, wir sprechen sie natürlich darauf an, ob das, was sie jetzt geleistet haben, ihrer Meinung nach gut genug ist oder ob sie das besser machen möchten. Das hat sich sicherlich gegenüber von Leuten, die früher bei der Bundeswehr waren und die eine oder andere Geschichte erlebt haben, total geändert. Aber die Motivation hat ja nichts mit Drill oder mit der Ausbildung und der Intensität der Ausbildung zu tun. Trotzdem muss natürlich drillmäßig ausgebildet werden, Abläufe automatisiert werden und es muss natürlich das Wissen vermittelt werden. Und das bleibt gleich. Klar zu Gefecht. Erste Stellung, vorne sammeln, Ausführung. Auf geht's. Danach zweite Stellung, dritte Stellung, vierte Stellung, fünfte Stellung, Ausführung, direkt hinterher. Lassen. Die Motivation des Einzelnen hat nach der Bundeswehrreform an Bedeutung gewonnen. Außerdem wird bei der Ausbildung jetzt Mehrwert auf das Schießen gelegt. Die jungen Rekruten werden für den Kampfeinsatz trainiert. Denn seit der Reform sind alle Wehrdienstleistenden potenzielle Zeitsoldaten für die Zukunft. Lageinformation. Aufgeklärt, 6 feindliche Schützen, direkt ca. 100 vor eigener Stellung. Ja. Feueröffnung auf meinen Schuss. Jawohl. Waffe sichern! Fertig, Meldung von links nach rechts! Beim Training wird nur mit Übungsmunition geschossen. Jetzt kommt die Meldung, fertig, Glotzbach! Meldung von links nach rechts! Feind wurde bekämpft! 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 Jawohl! Was hier noch trainiert wird, kann im späteren Einsatz lebenswichtig sein. Lena Giebel möchte Berufssoldat werden. Was das bedeutet, ist ihr klar. Ich meine, wir werden an Waffen ausgebildet. Man weiß natürlich auch, was man mit Waffen macht, dass das kein Spielzeug ist. Und wir diese bewusst einsetzen müssen, ist natürlich dann klar. Dass man natürlich dabei ums Leben kommen kann, ist natürlich dann eine Möglichkeit dessen. Für Schütze Prinz steht noch nicht fest, ob er nach seinem freiwilligen Jahr weiterhin bei der Bundeswehr bleiben möchte. Das weiß ich jetzt noch nicht. Da ist die Zeit noch zu kurz für. Es sind ja erst 1,5 Monate rum und wir haben ja 3 Monate Grundausbildung. Da dauert es ja noch, bis man seine Entscheidung findet und trifft. Bis jetzt hat er seinen Plan, Polizist zu werden, weiterhin im Visier. Solange es ihm aber gefällt, könnte er sich auch eine berufliche Zukunft bei der Bundeswehr vorstellen. Seit im Juli 2011 die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt wurde, ist die Bundeswehr eine Freiwilligenarmee. Und damit ist das Thema Personal auch zu einem Hauptthema der Truppe geworden. Um neue Leute zu gewinnen, geht die Bundeswehr bisweilen auch ungewöhnliche Wege, zum Beispiel mit ihrem Engagement auf der Gamescom. Und auch in diesem Jahr ist die Bundeswehr wieder auf der Computerspielemesse mit einem Stand vertreten. Hacken, zocken, Kampfjets starten, virtuell natürlich. Die Bundeswehr will auffallen zwischen den anderen Ausstellern.
Wir haben einmal das Kommando Zier dabei, das ist unsere neue Teilstreitkraft. Hier kann man so, ich sag mal, hacken für Anfänger, hacken für Basics, also im Grunde. Dann haben wir eine VR-Geschichte dabei, wo man einfach den Eurofighter digital erleben kann. Und wir haben natürlich wieder unsere Allsatz-Elite Interaktionswand da. An der können Besucher ihre Reaktionsfähigkeit testen. Viele Besucher, die wir am Stand der Bundeswehr ansprechen, finden den Einsatz der Truppe auf der Gamescom gut. Der Stand ist, ja, ich würde sagen, ein sehr guter Stand, weil man sieht einmal die Augmented Reality, man sieht, man hat noch einen Reaktionstest, man kann mit den Leuten drüber reden, kann sich Informationen holen, also ist eine gute Sache. Hier sind genug junge Menschen, die nach Perspektiven suchen, die vielleicht auch noch gar nicht wissen, was Sache ist. Oder ähnlich wie ich, die einfach keine Kontaktperson gefunden haben. Und das ist eigentlich die Gelegenheit, mal nebenbei, wenn man eher auf der Messe ist, zu stöbern, zu gucken. Ich finde es richtig gut, weil die Bundeswehr ein bisschen aus dem Fokus der Öffentlichkeit gerutscht ist, durch das, dass es halt keine Wehrpflicht mehr gibt. Unumstritten ist der Auftritt der Bundeswehr auf der Gamescom aber nicht. Erst im letzten Jahr polarisierte sie zur Gamescom mit solchen Plakaten. Multiplayer at its best oder mehr Open World geht nicht. Angelehnt an Computerspiele warb die Truppe um Rekruten. Kritiker werfen der Bundeswehr vor, realen Krieg mit Videospielen gleichzusetzen und so zu verharmlosen. Der Leiter des Bundeswehr-Messestands verteidigt die ungewöhnliche Rekrutensuche. Also wir sind zum Beispiel da auch angehalten, gesetzlich verpflichtet, dass wir grundsätzlich über Tod und Verwundung oder Auslandseinsätze aufklären. Das heißt, jeder, der zu uns kommt, auch zu der Bundeswehr kommt, muss ja über unsere Karriereberatung geben. Das heißt, er hat ein intensives Gespräch mit einem Karriereberater oder Karriereberaterin. Und da sind wir auch gesetzlich verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass eben Bundeswehrsoldaten auch in Einsätze gehen und eben auch über Tod und Verwundung aufgeklärt werden muss. Und insofern sind wir da auf der sicheren Seite. Wir haben hier Menschen, die auch in Einsätzen waren. Wir haben hier Menschen, die auch häufig in Einsätzen waren. Wir haben auch Menschen, die keine Einsätze erlebt haben. Wir haben Menschen, die hier viel gependelt sind. Wir sind eine Bundesbehörde, das heißt auch bundesweit versetzbar zum Beispiel. Und diese Erfahrung, die soll hier auch gebracht werden. Und ich glaube, eine reale, geschilderte Erfahrung von Menschen, die mit ihrem Job zufrieden sind, ist immer noch die beste Werbung. Es ist kein Zufall, dass die Bundeswehr trotz Kritik seit Jahren auf einer der Leitmessen für Computerspiele um Personal wirbt. Wir haben hier einfach, ich sag mal, fast 100% IT-affine Menschen, die wir halt für unseren Beruf interessieren wollen und für uns begeistern wollen. Und dadurch, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind und den auch nach außen verkörpern wollen, haben wir hier einfach die Möglichkeit, IT-affines Personal zu gewinnen. Mit ihrem Stand hofft die Bundeswehr, vor allem die Besucher zu erreichen, die sich sonst nicht für eine Karriere beim Bund interessiert hätten. Also für uns wäre jetzt insbesondere der Informatikerbereich von Bedeutung, weil wir da auch aktuell eine Ausbildung drin machen. Und Bundeswehr ist auch ein Arbeitgeber, der ganz gut bezahlt und deshalb, ja. Also für mich ist persönlich das nichts. Ich verpflichte mich zu nichts. Ich möchte frei sein, ich möchte sagen können, ich gehe mal ins Ausland, ich mache mal was anderes. Und sich für 2, 4 oder 10 Jahre zu verpflichten, wäre gar nichts für mich. Die Soldaten am Gamescom-Stand haben viele Gespräche zu führen. Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags prangert an, dass die Personalsituation bei der Bundeswehr angespannt bleibe. Fachkräfte im IT-Bereich werden dringend gesucht. Im Jahr 2016 hat die ehemalige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen die sogenannte Trendwende Personal ausgerufen. Nach jahrzehntelangem Personalabbau wird jetzt wieder aufgebaut. Einer, der weiß, wie es um die Personalsituation der Bundeswehr bestellt ist, ist Oberst Scheibe. Er leitet das Presse- und Informationszentrum Personal der Bundeswehr. Oberst Scheibe, hat die Bundeswehr die Trendwende denn geschafft? Wir haben ja klare Vorgaben aus der politischen Leitung, aus dem Ministerium, wie weit unsere Personalstärke wachsen soll, in kleinen Schritten, jedes Jahr bezogen auf militärisches und ziviles Personal. Und diese Schritte haben wir erreicht bisher. Und die Planung geht noch einige Jahre in die Zukunft, wo wir weitere Schritte gehen wollen. Warum war denn nach jahrelangem Personalabbau diese Trendwende dann 2016 überhaupt so nötig? Ja, das ist eine Fülle von Dingen. Wir haben ja nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes die sogenannte Friedensdividende, wie das oft genannt wird, auch eingelöst. Das heißt, wir haben uns verkleinert. Wir haben uns mit der Bundeswehr anschließend vor allen Dingen auf Auslandseinsätze wie Afghanistan und andere fokussiert und vielleicht auch zu sehr fokussiert. Und haben spätestens mit der Annexion der Krim im Jahr 2014 gemerkt, wir müssen auch Landes- und Bündnisverteidigung wieder deutlich besser gewichten, mehr gewichten. Und dazu ist natürlich auch ein Aufwuchs des Personals und auch des Materials erforderlich. Jetzt ist Ihnen ja auch die Aussetzung der Wehrpflicht dann ein bisschen dazwischen gekommen. Wie schwierig war das dann für Sie, neues Personal zu gewinnen? Wie haben Sie da die Strategien ändern müssen?
Wir mussten uns eigentlich völlig neu aufstellen in dieser gesamten Werbe- und Nachwuchsgewinnungsorganisation. Das haben wir auch gemacht und versuchen, das Personal, vor allen Dingen nach den Fähigkeiten, die wir benötigen, dann zu gewinnen. Nun wird ja die Kritik geäußert, dass mit Aussetzung der Wehrpflicht die Bundeswehr nicht mehr so richtig ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, was sie ja eigentlich sein soll. Ist diese Kritik berechtigt? Ich persönlich habe Probleme mit diesem Spiegelbild der Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob wir es früher waren, weil wir ja früher zu Zeiten der Wehrpflicht zumindest keine Frauen bei uns hatten. Ich würde sagen, dass im Grundsatz ja, alle Schichten, alle Bereiche sind bei uns vertreten. Ich würde aber vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil dadurch, dass jeder, der heute zu uns kommt, durch ein Assessment läuft, es kommt niemand mehr, wie früher bei der Wehrpflicht, ungeprüft zu uns, wo wir dann schon in diesem Assessment eine Bestenauslese machen, dass wir durchaus sehr gute Bewerber haben und dass wir auch die Bestenauslese bereits bei den Einstellungen vornehmen können. Von daher glaube ich schon, dass wir mindestens auf dem Niveau sind, wenn wir es jetzt vom Bildungsbereich, vom Bildungsstand her sehen, wenn nicht vielleicht sogar besser. Es geht aber natürlich auch um Vielfalt, um Menschen mit Migrationshintergrund und um die Frauen, die Sie gerade erwähnt haben. Da ist sehr, sehr, sehr viel getan worden. Nicht nur, dass in ministeriellen Bereichen dort extra Stellen eingerichtet wurden, die sich mit diesen Themen befassen. Wir haben verschiedene Veranstaltungen. Wir haben das Thema ständig eigentlich bei uns auf der Agenda im Bereich der Weiterbildung, der Führungstrainings, von denen wir unheimlich viele machen. Wir haben verschiedene Einrichtungen, Informationen. Also ich glaube, da haben wir sehr viel getan. Wir haben 23% unseres Führungsnachwuchses, unsere Offizierbewerberinnen sind weiblich. Das ist für uns ein toller Erfolg. Und wir haben heute insgesamt 12% Frauen bei den militärischen Bereich. Und unser Ziel ist 15%. Also wir nähern uns auch da an. Nun ist die Bundeswehr ja auch immer mal wieder in die Schlagzeilen geraten, weil es Extremismusvorwürfe gegenüber Soldaten gab. In jüngster Vergangenheit Vorwürfe von Rechtsextremismus oder rechtsextremistischem Gedankengut, das Soldaten hatten. Wie gehen Sie da im Bereich Personal mit um? Wir gehen da sehr, sehr, sehr sensibel mit um. Aus meiner Sicht sind das oft Einzelfälle, die sehr, sehr hochgefahren werden. Wir reagieren sofort. Also wir haben ja letztes Jahr eingeführt das sogenannte Sicherheitsüberprüfungsgesetz. Das heißt, bei uns wird, anders als bei vielen anderen, schon vor der Einstellung von Personal wird eine Sicherheitsüberprüfung eingeleitet und durchgeführt, bevor die Menschen zu uns ins System kommen. Und wir haben auch die Aufmerksamkeit innerhalb des Systems bis hin in die letzten Truppenteile geschärft, beziehungsweise sind auch noch dabei. Das ist ein ständiger Auftrag für uns, Sensibilisierung, Information, politische Bildung. Ich glaube, da sind wir gut aufgestellt und wir haben mittlerweile auch ein Instrumentarium zu sagen, das können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit sicherstellen, nicht mit hundertprozentiger, dass Menschen, und da geht es nicht nur um Rechtsextremismus, da geht es sicherlich auch um islamistische Extrempositionen oder auch vielleicht linksextremistische, dass wir die bei uns finden und auch filtern können. Nichtsdestotrotz gibt es aber ja Soldaten, die berichtet haben, dass sie eben nicht so einfach aus diesen Strukturen ausbrechen können, wenn sie Fälle von Rechtsextremismus zum Beispiel gemeldet haben, dass es dann doch auch Druck gab von Vorgesetzten. Also im Prinzip ist da ja doch noch ein Problem in der Truppe vorhanden, oder nicht? Ja, das kann ich nicht bewerten. Das mag bei Einzelfällen so sein. Ich weiß nur aus unserem Amt, wo wir die Fälle ja auf der grundlegenden personalbearbeitenden Ebene sehen, dass wir da sehr rigoros vorgehen und die Losung auszugeben ist, rechts hat bei uns nichts zu suchen. Und da wird auch unmittelbar agiert. Wenn das auf den ganzen Instanzenwegen in der Truppe vielleicht in einem oder anderen Fall nicht bis zu uns kommt, können wir nicht reagieren. Aber das ist die Absicht und auch da, ich sagte ja gerade, versuchen wir bis in die letzte Ebene zu sensibilisieren. Vielen Dank, Oberst Scheibe. Wie die meisten Unternehmen muss sich auch die Bundeswehr auf die fortschreitende Digitalisierung einstellen. Das macht sie auch mit Hilfe von externen Beratern. Und das ist gar nicht unumstritten, wie meine Kollegin Christiane Hübscher zeigt. Annegret Kramp-Karrenbauer dürfte schon geahnt haben, dass ihre Vorgängerin ihr ein gewaltiges Problem vererbt. Das Verteidigungsministerium ist weiter Spitze im Geldausgeben für externe Berater. Offensichtlich hat man im Ministerium nichts aus dem Untersuchungsausschuss gelernt. Während wir noch versuchen aufzuklären, wer wirklich für die Rechtsverstöße verantwortlich ist, gibt das Ministerium in Hülle und Fülle weiter Geld für Berater aus. Das ist nicht eine Ohrfeige gegenüber dem Parlament, das ist auch ein unverantwortlicher Umgang mit Steuermitteln. 155 Millionen im halben Jahr für Kompetenz, die man im eigenen Haus nicht findet. 70% des Geldes gingen dabei für den externen IT-Dienstleister der Bundeswehr drauf. Es geht vor allem um Digitalisierung, also Cybersicherheit.
Und dort haben wir entweder noch nicht das Personal, das wir brauchen, oder es geht um einmalige Leistungen, also IT-Infrastruktur zum Beispiel. Die kaufen wir als Unterstützungsleistung ein. Unter Ursula von der Leyen hatte das Ministerium jahrelang auffällig oft externe Fachleute eingekauft, zumeist ohne öffentliche Ausschreibung. Ein Untersuchungsausschuss versucht, das aufzuklären. Gespart wurde seitdem offenbar trotzdem nicht. Ein Problem nun für die Nachfolgerin. Ich fordere Frau Kramp-Karrenbauer auf, alle Verträge zu stoppen, sie auf den Prüfstand zu stellen, Transparenz herzustellen und da, wo es möglich ist, diese auch zu kündigen. Die Bundesregierung darf grundsätzlich Geld für Expertise von außen ausgeben. Wie viel, das bleibt strittig. Kapitän Sven Jansen, Abteilungsleiter Operationen beim Zentrum Cyberoperationen. Warum braucht die Bundeswehr denn überhaupt Externe, wenn es um Digitalisierung geht? Wenn Sie sich angucken, was die Digitalisierung für ein riesiges Projekt ist, ein Megaprojekt, das wir über die kommenden Jahre, Jahrzehnte über die Bundeswehr oder in die Bundeswehr einbringen wollen, dann stellen Sie auch fest, dass es alle Bereiche betreffen wird. Und wirklich alle Bereiche. Es ist nicht nur die Technik, es ist nicht nur 0 und 1, sondern es sind Verfahren, es ist Organisation, es ist Technik natürlich, die dahinter ist. Und dazu brauchen Sie unglaublich viel Arbeitskräfte. Leute, die einfach händische Arbeit machen. Und die haben wir nicht zwingend an den Stellen, wo wir sie bräuchten, weil wir sie woanders brauchen. Wenn Sie sich die Fehlstellen angucken, die wir zum Beispiel in unserem Bundesamt für die Beschaffung anschauen, da sehen Sie, dass unglaublich viele Fehlstellen da sind, die behindern oder dadurch verhindern, dass wir überhaupt Projekte zeitgerecht durchführen können. Und dazu brauchen Sie Unterstützungsleistungen. Leute, die also händisch programmieren können, Leute, die händisch Verfahren, Projekte abarbeiten können. Und dafür brauchen wir eigentlich Unterstützungsleistungen. Wenn Sie sich angucken, vor welchen Herausforderungen die Bundeswehr heute steht, wie sind Sie denn beim Thema Digitalisierung aufgestellt, Stand heute? Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also wir haben bereits vieles geschafft. Man muss sich immer vor Augen halten, Digitalisierung findet nicht nur in der Technik statt, sondern vor allem auch in den Köpfen statt. Und dafür haben wir in den letzten Jahren unglaublich viel Organisatorisches an Veränderungen gemacht. Also ich sage mal, den Organisationsbereich, in dem wir gerade sind, aufgebaut durch Zusammenziehung von ganz vielen, von bestehendem Personal. Wir haben eine Abteilung aufgebaut, um Fachkompetenz im Ministerium zusammenzuführen. Wir haben versucht, die Beschaffungsstrukturen für IT anders zu machen als für normales Großgerät, sodass wir in den Köpfen bereits unglaublich präsent sind. Aber es ist noch eine ganze Menge zu tun. Wo wir die größte Herausforderung sehen, ist halt der Kampf um die Fachkräfte. Wie schwer ist es denn für Sie, Nachwuchs zu finden? Denn Sie konkurrieren ja auch mit der Wirtschaft, die im Zweifel vielleicht sogar besser bezahlt. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir auf den unterschiedlichen Messen sind und uns unterschiedlich präsentieren und mit den Leuten in Kontakt kommen, dass wir nicht unattraktiv sind. Da, wo wir eigentlich das größte Problem sind, ist eigentlich präsent in den Köpfen der Leute zu sein. Also wenn jemand von der Schule kommt, dann hat er viele, viele Vorstellungen, was er machen möchte. Wenn man sich mal so die Szenarien anguckt, auch die Umfragen, wo man gerne arbeiten möchte, dann sieht man, dass es sehr, sehr viele Arbeitgeber gibt, die auch konkret benannt werden. Die Bundeswehr findet da aber nicht statt. Wer arbeitet denn alles beim Thema Digitalisierung mit? Sie sind ja eigentlich Kapitän, kommen von der Marine. Wie kommen Sie jetzt zu den Cyberoperationen? Oh, über die Cyberoperationen komme ich einfach aus dem Bereich heraus, den ich im Vorwege gemacht habe. Also ich habe Informatik studiert, bin dann in der Marine gewesen, bin auch zur See gefahren. Und dann irgendwann sind Sie fertig mit dem zur See fahren und dann überlegt man sich natürlich, was macht man mit den restlichen Jahren? Und ich war dann sehr, durch das Studium war ich dann natürlich in der Führungsunterstützung, so hieß das damals noch, also in der IT, schwerpunktmäßig eingesetzt, sei es in Brüssel gewesen oder sei es im Ministerium gewesen. Und darüber kommen Sie dann in diesen Organisationsbereich rein, der dann 2017 geschaffen worden ist. Warum braucht die Bundeswehr im Prinzip Leute vom Heer, von der Marine, die sich alle um Cyber kümmern? Jeder Bereich kann erst einmal sagen, wo er für sich selber Möglichkeiten der Digitalisierung findet. Das ist etwas, wo wir der Meinung sind, dass wir in einem Bottom-up-Approach erstmal die Leute, die auch damit umgehen müssen, dass die uns sagen, wo sie effizienter sein können. Also bottom-up, von unten. Genau, von unten nach oben. Das Ganze wird koordiniert über ein zentrales Digitalisierungsboard im Ministerium. Ist Chefsache, wird auch von der Ministerin persönlich begleitet und von den Staatssekretären. Dort sind alle Abteilungsleiter und alle Inspekteure vertreten, um gemeinsam zu koordinieren und auch gemeinsam voneinander zu lernen, wie denn die Digitalisierungsprojekte, die gerade aus den einzelnen Bereichen kommen, harmonisiert oder unterstützt werden können. Und wo auch die anderen Bereiche sagen können, oh, das ist eine gute Idee, das gucke ich mir auch mal an. Also das heißt, die Ideen, die von unten nach oben kommen, werden dann auch ministeriell und fachlich auch durch die Abteilung Cyberinformationstechnik und ministeriell dann auf der Staatssekretär- und Ministerinnenebene koordiniert. Und das ist etwas, wo man sagen kann, da gibt es große Projekte,
digitalisierte, landbasierte Operationen, aber es gibt auch kleine. Jetzt haben Sie schon gesagt, Digitalisierung ist ein total breites Feld. Im ersten Moment denkt man vielleicht an Cyberkriege, aber machen wir es doch mal ganz konkret. Wie sieht Digitalisierung zum Beispiel an einem Panzer aus? Es geht darum, dass man beispielsweise den Panzer, der sehr analog eigentlich ist, auf einem digitalen Gefechtsfeld, wo er seine Sensorik und seine Effektoren koordiniert und konzentriert und effektiv in ein Gesamtlagebild einführen kann, aber auch Informationen aus einem Gesamtlagebild für sich selber bekommen kann. Dazu müssen Sie natürlich die Technik in diesem Panzer anpassen. Und Technik in einem bestehenden Waffensystem, das ohnehin schon sehr klein und komprimiert ist und gepanzert, anzupassen, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Weil Sie müssen Durchbrechungen identifizieren, wo Sie mit Kabeln durchkommen können, ohne dass Sie natürlich den Schutz der Panzerung in Frage stellen. Sie müssen gucken, wie Sie denn, wenn Sie jetzt auf einer digitalen Frequenz funken, wie das mit den anderen Funkgeräten, die an Bord des Panzers sind, wie das gegebenenfalls Interferenzen auslösen kann. Und so haben Sie ganz, 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 ganz viele Probleme, die Sie alle sukzessiv und iterativ angehen müssen, um zu gucken, dass nachher ganz am Ende dieser Panzer in ein digitales Lagebild und auf dem digitalen Gefechtsfeld ankommt. Jetzt würde ich noch auf einen letzten Punkt gerne eingehen. Es geht natürlich auch um die Verteidigung im Cyberraum. Wie ist die Bundesrepublik denn da aufgestellt? Die Bundesrepublik hat 2015 mit der IT-Sicherheitsstrategie eigentlich alle wesentlichen Kompetenzen in drei Ressorts gebündelt. Da gibt es einmal die Bundeswehr oder das Bundesministerium der Verteidigung, das für die Cyberverteidigung zuständig ist. Das heißt, alles das, was die Souveränität Deutschlands beeinflussen könnte. Damit sind wir zuständig für die Verteidigung, aber auch für alles das, was den Schutz unserer Systeme, also für unsere Auftragserfüllung notwendig bei der Bundeswehr ist. Und den Einsätzen als auch zu Hause. Den weitaus größeren Teil hat eigentlich das Bundesministerium des Inneren über die Cyberabwehr. Dort wird alles, was Cyberspionage, Cybersabotage, aber vor allen Dingen Cyberkriminalität angeht, wird dort gebündelt und in Kompetenzen abgewehrt. Und dann gibt es den dritten Bereich, das ist die Cyberpolitik, die ist beim Auswärtigen Amt angesiedelt. Die sorgt dafür, dass deutsche Positionen in internationalen Organisationen, NATO, EU, VN, eingebracht werden und umgesetzt. Vielen Dank für die Einblicke, Kapitän Sven Jansen. Gerne. Solche Tornados sind auch heute vereinzelt bei der Bundeswehr noch im Einsatz. Angefangen hat allerdings alles mit solchen Flugzeugen. Im Militärhistorischen Museum in Dresden und auch hier in Berlin können Besucher nachvollziehen, wie anders Kriege zum Beispiel durch den Einsatz von Flugzeugen geworden sind. Doris Müller-Tuwi, Sie verantworten die Ausstellung hier in Berlin. Sie wollen hier im Museum ja sowohl die Zivilbevölkerung als auch die Bundeswehr zusammenbringen und in einen Dialog bringen. Warum ist das gesellschaftlich wichtig? Also wir integrieren politische Fragestellungen, soziale Fragestellungen, wirtschaftliche Fragestellungen, Rüstungsfragen. Das spielt bei uns auch alles eine Rolle. Und aus unserer Sicht ist Militärgeschichte eine wichtige Komponente gesellschaftlicher und politischer Geschichte und sollte eben in einem Kontext auch erzählt werden. Und der interessiert oder sollte eben nicht nur Angehörige der Bundeswehr und der Streitkräfte interessieren, sondern generell uns auch. Wir leben in der Bundesrepublik Deutschland in einer Demokratie, die eine Parlamentsarmee hat. Und das heißt, dass die Frage nach dem Einsatz unserer eigenen Einsatzkräfte ist eigentlich eine Frage, die sich für die gesamte Gesellschaft stellt. Und für die Bundeswehr selbst sind wir natürlich durch unseren historischen Zugang zu den Themen ein ganz wichtiger Ort für die politisch-historische Bildung in den Streitkräften. Was ist das Besondere, das diese Ausstellung so einzigartig macht? Ja, wir haben tatsächlich eine der weltweit größten Sammlungen an Luftfahrzeugen aus der Zeit des Kalten Krieges, und zwar nicht nur von Seiten der NATO, sondern auch von Seiten des Warschauer Paktes. Und das ist schon eine ziemlich einzigartige Präsentation, die wir hier dadurch darstellen können. Was können die Besucher denn außerdem hier ganz konkret erfahren? Ja, sie erleben einen Einblick in die Entwicklung der militärischen Luftfahrt und des Luftkrieges wirklich von den Anfängen in 1880er Jahren bis fast in die Gegenwart und können an bestimmten ausgewählten Beispielen halt eben erfahren, wie sich Politik, militärische Entwicklung, Technologieentwicklung miteinander immer wieder verzahnen und vor allen Dingen eben auch sehr viele persönliche Geschichten kennenlernen, weil wir auch eine ganze Reihe Biografien vorstellen, von unbekannten Piloten bis hin zu bekannteren Generälen und Gesichtern.
Wie sehr verändert sich Kriegsführung denn durch Technologien wie zum Beispiel Flugzeuge? Also die Luftstreitkräfte sind die jüngste Teilstreitkraft überhaupt. Und sie haben tatsächlich generell nicht nur die Kriegsführung, sondern auch unsere Wahrnehmung von Krieg komplett verändert. Dass die Möglichkeit, weit hinter die Linien des Gegners fliegen zu können, anfangs Erster Weltkrieg, in erster Linie noch auch zu Aufklärungszwecken. Wir denken zwar immer an den Roten Baron und die Piloten, aber es sind vor allen Dingen die Aufklärungsflugzeuge, die eine große Rolle im Ersten Weltkrieg spielen. Es ist also die Distanz, man schafft eine größere Distanz zu sich, von sich zum Gegner. Das Zerstörungspotenzial macht eine enorme Entwicklung durch. Man kann wirklich sagen, Geschwindigkeit, Distanz und Zerstörungskraft. Das sind die drei Komponenten, bei denen die Luftstreitkräfte, die Entwicklung der Luftstreitkräfte und des Luftkrieges wirklich eine komplett neue Dimension von Krieg und Kriegserfahrung bewirken. Die militärische Luftfahrt hat den Krieg auch anonymer werden lassen. Wie vermitteln Sie denn dem Besucher hier in dem Museum, was zum Teil auch für Schicksale eben im Krieg entstehen? Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für uns. Wir haben seit einiger Zeit sind wir dabei, ein Zeitzeugenarchiv aufzubauen und sammeln wirklich Stimmen von ehemaligen Angehörigen der Luftstreitkräfte, Luftverteidigung, der NVA, genauso wie der Luftwaffe der Bundeswehr, um eben all das, was man ansonsten nicht in den Geschichtsbüchern findet und von den Erfahrungen, die sie selbst im Einsatz oder halt in ihrer aktiven Zeit gemacht haben, nicht nur für die Nachwelt und für unsere Ausstellung zu bewahren, sondern auch zu späteren Zeitpunkten auch der Forschung zur Verfügung stellen zu können. Kommt es denn da auch mal vor, dass Sie hier vielleicht ehemalige Soldaten haben, die sagen, Mensch, in der Maschine habe ich schon gesessen? Ja, das kommt tatsächlich manchmal vor. Und wir haben es in einem Beispiel auch gehabt, dass wir einen britischen Besucher hatten, der als 18-jähriger Funker in der Luftbrücke geflogen ist. Gatow war ja ein wichtiger Flugplatz auch dafür. Und der hat allerdings in unserem Modell seine Maschine wiedergefunden. Aber es kommt tatsächlich auch vor bei unseren großen Luftfahrzeugen. Vielen Dank, Frau Müller-Tovi, für diese Einblicke. Der Einsatz von Waffen wirft auch immer ethische Fragen auf. Heute stehen wir vor einer neuen Revolution in der Kriegsführung. Anja Dahlmann forscht für die Stiftung Wissenschaft und Politik zu autonomen Waffensystemen und begleitet die Verhandlungen der Vereinten Nationen zur Waffenkonvention. Frau Dahlmann, sollten Maschinen autonom töten dürfen? Die Antwort ist eigentlich nein. Sowohl aus rechtlichen als auch aus ethischen Gründen gibt es da große Bedenken, dass sowohl die Zielauswahl als auch die Tötung Maschinen komplett überlassen wird. Was ist denn da dann das große Problem an der Sache? Zunächst mal aus ethischer Sicht ist es so, dass wenn diese im Zielauswahl vor allem bei einer Maschine liegt und nicht bei einem Menschen, dann wird das Ziel, das Opfer zum Datenpunkt. Es ist eigentlich nur noch ein Objekt und wird gar nicht mehr als Mensch gesehen und das verletzt letztlich die Würde des Opfers. Das ist ein großes Problem. Aus völkerrechtlicher Sicht muss man sich zunächst auch fragen, können Maschinen zwischen Zivilisten und Soldaten unterscheiden? Im Moment ist das noch nicht der Fall. Das ist also zum Beispiel ein rechtliches Problem. Inwiefern setzen sich denn Institutionen wie zum Beispiel die Vereinten Nationen oder auch Regierungen mit dieser Thematik heute schon auseinander? Im Moment gibt es bei den Vereinten Nationen so einen Gesprächsprozess. Es sind noch nicht wirklich Verhandlungen. Da reden die Staaten zumindest darüber, ob man autonome Waffensysteme vielleicht verbieten sollte. Es gibt aber große Fragen, nämlich zunächst, was ist eigentlich ein autonomes Waffensystem? Welche Rolle sollte der Mensch im Krieg oder im Kampfeinsatz spielen, auch weiterhin? Da sind sich die Staaten gar nicht einig. Sie haben eben gesagt, die Meinungen gehen auseinander, was denn eine autonome Waffe eigentlich ist. Wo liegen diese Meinungen? Das kann man gerade bei den Vereinten Nationen ganz deutlich daran sehen, an den Staaten, die diese Systeme entwickeln wollen und auch einsetzen möchten und solche Staaten, die sie wahrscheinlich erstmal nicht haben werden. Also entwickeln tun sie gerade vor allem die USA, auch Russland ist da sehr interessiert, auch China. Und auf der anderen Seite stehen Staaten wie Brasilien und Chile und als einziges europäisches Land Österreich, die sich ganz klar für ein Verbot autonomer Waffensysteme aussprechen. Warum muss man denn diese autonomen Waffensysteme so kritisch sehen? Man könnte ja auch sagen, prima, wenn die Maschinen kämpfen, dann riskieren wir nicht mehr das Leben unserer Soldaten. Das Argument trägt nur begrenzt, denn diese Autonomfähigkeiten haben ganz große Probleme, wenn eben eine Maschine über Zielauswahl und Bekämpfung entscheidet, dann ist das eventuell ein Problem für die Menschenwürde. Auch rechtliche Probleme tauchen da auf. Und dieses Argument, dass man die eigenen Soldaten schützt, gilt eigentlich auch schon für ferngesteuerte Systeme. Da braucht man nicht unbedingt autonome Zielauswahl zum Beispiel.
Sie haben es gerade schon gesagt, es gibt diese Systeme ja schon, die sind auch vereinzelt schon im Einsatz. Wo kommen sie denn heute ganz konkret schon zum Einsatz? Man muss da so ein bisschen unterscheiden. Also was wir im Moment sehen, sind Systeme, die in relativ simplen Situationen reagieren können. Das sind sozusagen Defensivsysteme, die beispielsweise einfliegende Munition bekämpfen können. Das ist jetzt erstmal noch nicht so ein großes Problem. Wo es schwierig wird, ist dann eher in Zukunft, wenn man beispielsweise autonome U-Boote hat oder Schwärme oder verschiedene Landroboter, die in ganz dynamischen Situationen reagieren können, wo der Mensch vorher eben nicht weiß, welches Ziel die Maschine auswählt und bekämpft. Wie ist die Bundeswehr heute aufgestellt, was die autonomen Waffensysteme angeht? Die Bundeswehr hat keine autonomen Waffensysteme. Es gibt so ein Abwehrsystem, das eben einfliegende Munition bekämpfen kann. Das ist jetzt aber noch kein größeres Problem. Im Moment gibt es allerdings Bestrebungen mit Frankreich und Spanien für das sogenannte Future Combat Air System, FCAS. Da geht es um einen Verbund von Kampfflugzeugen, von Drohnen und anderem Gerät. Und da ist noch nicht ganz klar, ob diese Drohnen ferngesteuert sein sollen oder doch auch autonom agieren können. Vielen Dank für diese Einblicke, Anja Dahlmann von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sehr gerne. Denkmal der neuen Wache in Berlin befindet sich auch das Grab des unbekannten Soldaten. Oberstleutnant André Wüstner ist Bundesvorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbands. Herr Wüstner, Sie waren selbst schon in Afghanistan. Wie haben Sie denn diesen Einsatz erlebt? Ja, das ist für alle, die dort waren und heute noch in den unterschiedlichen Einsatzgebieten sind, natürlich immer eine besondere Erfahrung und ist auch eine besondere Herausforderung. A, eine komplett andere Kultur, als wir das hier in Deutschland haben. Und dann geht es natürlich oftmals um das scharfe Ende des Berufs mit allem, was dazugehört und meistens auch Leid. Wie schnell kommt man in den Alltag wieder zurück nach so einem Einsatz? Das ist schwierig. Gut ist, dass wir in Deutschland zumindest eine gewisse Einsatzrhythmik haben, die im Vergleich zu anderen Armeen die Einsatzabwesenheiten nicht zu lange hat, sodass man sich immer wieder rechtzeitig eingliedern kann, sich resozialisieren kann. Denn es ist schon so, wenn man lange woanders ist, dann verschiebt sich der Bezugsrahmen, das Normen- und Wertekorsett. Und dann ist es gut, dass man immer rechtzeitig wieder hier ist und trotzdem bestimmte Eindrücke vergisst man nie. Jetzt haben Sie uns einen sehr persönlichen Eindruck gegeben. Wie ist denn Ihr Blick als Soldat, aber auch als Vorsitzender des Bundeswehrverbands? Bringt die Gesellschaft und auch die Politik den Soldaten genug Anerkennung gegenüber? Na ja, gut, also der Soldat, die Soldatin wünscht sich natürlich immer einen Tick mehr Wahrnehmung und Anerkennung. Und dennoch kann ich auch verstehen, dass es schwierig ist, wenn man noch nie in diese Lebenswirklichkeit eingetaucht ist, das nachzuvollziehen, was man dort erlebt. Natürlich ist es so, wenn es um diesen besonderen Beruf geht, der auch eine besondere Wertschätzung natürlich braucht, dass Menschen sagen, wir brauchen die komplette Rückendeckung. Denn heutzutage ist es ja nicht selbstverständlich, sich für diese Demokratie im Auftrag von Regierung und Parlament auf den Weg zu begeben und damit rechnen zu müssen, zu töten oder getötet zu werden. Nun sind Sie sehr nah dran an den Soldaten, als Vertreter der Soldaten. Wie ist denn die Stimmung in der Truppe bei den ganzen Skandalen, die man in letzter Zeit eben auch oft gehört hat? Ja, in den letzten Jahren bewegt uns sehr, dass der Anspruch an uns stetig wächst vor dem Hintergrund der sicherheitspolitischen Veränderungen. Der Auftrag, wir hatten ja bis 1990 nur die Landes- und Bündnisverteidigung im Blick, danach der Schwerpunkt Krisen- und Konfliktmanagement. Und ja, seit der Annexion der Krim zum allerersten Mal in der Geschichte der Bundeswehr beides gleichzeitig, also Krisen- und Konfliktmanagement und Landes- und Bündnisverteidigung, das mit der kleinsten Bundeswehr aller Zeiten, das ist eine enorme Belastung und das drückt die Stimmung insbesondere dann, wenn die dafür notwendigen Ressourcen, also Material, aber auch Konkurrenzfähigkeit, Anreizsysteme für Personalgewinnung, wenn das politisch nicht kommt, obwohl der politische Anspruch formuliert wird. Das ist eine Herausforderung, das drückt Stimmung. Was erwarten Sie da ganz konkret von der Politik? Naja, man erwartet natürlich, dass man für die Aufträge, die man gibt, auch die notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommt. Nämlich das Beispiel Material. Seit 4 Jahren spricht man von der Trendwende Material und wir haben noch heute enorme Herausforderungen, Ersatzteile, Austauschgruppen für Panzer, für Flugzeuge zu erhalten. Und das versteht kein Mensch. Denn vom Grunde her ist es ja so, dass wir im Grundbetrieb, im Frieden hier in Deutschland üben für den Einsatz und nicht erst im Einsatz mit dem Gerät dann ausgestattet werden sollen, was wir dann auch bedienen müssen und im schlimmsten Fall im Gefecht.
Sie haben es jetzt gerade eben schon angesprochen. Wir haben in Europa immer gedacht, wir sind hier sicher und der Verteidigungsfall wird schon nicht eintreten. Wie gut ist denn die Bundeswehr für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet? Naja, aus unserer Sicht noch mangelhaft mit Blick auf den Auftrag, den wir haben oder den wir von der Politik erhalten. Und deswegen hoffen wir, dass Politik die Versprechen einlöst und jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren auch spürbar für Verbesserungen sorgt. Und zwar nicht nur, indem man Ziele formuliert, sondern indem man realistisch umsetzt. Vielen Dank, André Wüstener, Vorsitzender des Bundeswehrverbands. Ja, wir haben es gehört, es gibt noch viel zu tun bei der Bundeswehr. Ein erster Wandel ist angestoßen, aber die Herausforderungen in Zukunft, die werden nicht kleiner für die Truppe.